Jazz Sticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Ist eigentlich noch März? Ich habe jedenfalls noch australische Energy Drinks über und deswegen geht's weiter mit dem australischen März, egal welcher Monat ist. Heute Pink. Pink ist ein australischer Diet Energy Drink, also ohne Zucker. Von Pink gibt es keinen weiteren Energy Drink zu diesem Zeitpunkt jedenfalls. Somit ist dieser zuckerfreie das Original. Der Name Pink, einfach nur Pink. Ja, finde ich erstmal ganz gut, auch wenn mir das fast ein bisschen zu einfach und unmotiviert rüberkommt. Aber nur fast. Das Design. Pink. Einfach pink. Naja, nicht ganz, aber mit der weißen Aufschrift sieht das alles schon sehr einfach gehalten aus. Prinzipiell ist das gut, aber außer extremen Fans der Farbe Pink wird das wohl niemanden hervorlocken. Jedenfalls nehme ich nicht an, dass die Zielgruppe aus dicken, homophoben, ultramännlichen Gangmitgliedern besteht. Oder? Inhalt. Gewohnte 32 Milligramm Koffein und 400 Milligramm Taurin, dazu Glucuronolakton und natürlich kein Zucker. Dafür Süßstoffe, die aber weitgehend unbedenklich sind, es sei denn, man erhitzt sie stark. Also bitte nicht Pink Energy Drink statt Nudelwasser benutzen. Ich erwarte einen süßen, aber süßstoffsüßen Energy-Drinkigen Energy-Drink. Ich habe mir das Zeug ins Auge geschossen. Aber ich tue so, als wäre nichts passiert. Wieso ist die Dose übervoll? Das kann doch nicht so voll sein. Es riecht super krass himbeerig, wie so eine Himbeerbrause. Das finde ich erstmal richtig gut. Es riecht auch sehr süß. Und nicht nach Süßstoffen. Wird das der erste Süßstoff-Energy-Drink, auf den ich mag? Auf den ich stehe, wollte ich sagen wahrscheinlich. Bla 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 bla. Die Farbe ist blassrosa. Ich trinke diesen Pink auf Pink. Nicht auf die Sängerin, sondern auf die Farbe. Pink ist super. Und die Frage nach ihren sexuellen Gewohnheiten kann ich mir dann wohl auch sparen. Süß. Sehr süß. Und gar nicht so himbeerig, wie ich dachte. Schmeckt schon noch nach Energy Drink. Schmeckt gut. Habe ich gerade gesagt, das schmeckt gut? Das ist zuckerfrei und das schmeckt gut. Man schmeckt zwar, dass da Süßstoffe drin sind, aber viel weniger als sonst. Das schmeckt wunderbar. Das schmeckt nämlich ein bisschen wie die Wie-Dinger. Das hat also so eine süße Zwischen... Brausepulver und Traubenzucker und nicht Süßstoff. Also ja, aber nicht so doll. Bin sehr zufrieden. Ja, sehr zufrieden. Und dementsprechend trink nicht zu viel von diesem Gift und tschüss. An dieser Stelle könnte ich schwulen Witze reißen. Wegen Pink. Haha. Versteht mich nicht falsch. Ich habe gar nichts gegen schwulen Witze. Aber gerade ist mir nicht so richtig danach. Stattdessen schicke ich ein paar ordentlich hässliche Mittelfinger an einen gewissen russischen Diktator und alle seine Befürworter. Weiter geht es mit anderen Energy Drinks aus Australien. Sucht euch was aus und klickt es an. Danke, liebe Tomka, für dieses pinke Getränk und danke, liebe Zuschauer, für Likes, Kommentare, Teilen und Abos. Tschüssi.